Ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS 2, Folge 165. Warum sage ich jetzt immer, welche Folge das ist? Weil ich angeben möchte, dass ich weiß, welche Folge das ist. Was ist los bei mir? Ja, in dieser Folge fahren wir wie ganz brave Bürger unter Beachtung sämtlicher in Europa geltender Verkehrsregeln auf der Autobahn, garantiert nicht mit völlig überhöhter Geschwindigkeit. Ja, um ehrlich zu sein, wir sind sogar im Stillstand. Gut, der Flieger ist ein bisschen schräg. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Muss ich dazu sagen. Ja, von daher geben wir einfach mal Gas. Und machen ein bisschen Musik an. So. Wieder Piss uns überholt. So, wir haben 40 Kilometer vor uns. Wie sieht es eigentlich aus? Oh, schon wieder über 1% Schaden, alter scheiß Reifen. Ich träume von einer Welt der Reifen, die nicht mehr absetzen. Das ist schon wieder so eine kacke Position. Ja, nee, bringt auch nichts. Oh, weg da. Hast du so eine Kreuzung, da kannst du nirgends ordentlich abkürzen. Überall fahren Autos. So kacke. Auch ernsthaft. Du Opfer. Mein Mikrofon ist schon wieder echt ungünstig. Ich sehe schon wieder mein linken Rückspiegel gar nicht. Hey, wenn man schon ruhig Blut hier. Nimm diese Ausfahrt. Nur weil ich hinten eine etwas weniger Achslast habe. Die Physik ist aber auch manchmal echt so eine Drama-Queen. Ernsthaft. So, ja, das nächste. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts ab. Was machst du auf meiner Spur, Junge? Biege nach rechts ab. Hat sich mal fucking Auflieger. Hier endet es. Hä? Jetzt wollte ich. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum der Auftrag bei unserer Garage ist. Aber, also gut, A ist das gar nicht unsere Garage, und B ist es die andere Seite. So, Frachtmarkt. Oh, Eis. Getränke. Eisgetränke. Whatever. Also ein bisschen weit. Was mache ich hier gerade?
So. Kannst du hier keinem erzählen, Alter. Na gut, gerade ist anders, aber... The Dals. Wie viel haben wir eigentlich geladen? 5 Tonnen. Oh, wieder. Ah ja, komm, stimmt, weil das medizinische Impfstoff ist ja generell nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben letztens darüber in ATS gesprochen. Dass ich persönlich Schleudern viel cooler finde als Driften. Gerade an der Konsole hat man auch solche gesehen, warum. Weil da kannst du viel. Driften ist halt langweilig. Weil entweder du kannst es, dann hast du sowieso die volle Kontrolle so. Oder du kannst es nicht. Oder sieht es irgendwie kacke aus. Aber bei Beschleudern, da brauchst du halt wirklich Gefühl. Gut, bei Driften auch. Aber Driften ist halt so realitätsfern, sag ich mal. Driften machst du nur, um zu driften. So, Schleudern machst du aber aus dem praktischen Grund, um schnell um die Kurve zu kommen. Versteht ihr, wie ich meine? Ein schönes Auto, by the way. Ich mag solche Autos. Gefällt mir sehr gut. Ich muss mal kurz überholen. Sorry. Oh, guck dir dieses Auto an. Diese Autowagen. Wie gesagt, ich mir als Hauptauto würde mir sowas nie im Leben holen. Um Himmels Willen. Aber so als Zweitwagen, wie gesagt, sehr geil. So als Campingwagen oder sowas. Wenn du wirklich das Feeling haben möchtest, so. Was macht der denn jetzt? Willst du mich verarschen? Zwischen Auto und Leitplanke, Leitplanke, hier diese komischen Dinger da wieder. Diese Reflektor-Dinger da. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Aber die Dinger machen ordentlich Damage, wenn du dagegen fährst. Obwohl es bloß ein bisschen Plaste ist. Völlig unrealistisch. Vor allem das Problem ist, also ich meine die Dinger hier. Das Problem ist nicht nur das Damage machen, sondern dass sie dich auch komplett aus der Spur werfen. Das heißt, du nimmst in der Regel nicht nur einen mit, sondern die gesamte Landschaft. Oh! Warum ist da eine Ampel? Eine Schranke? Oh! Da blüht mir direkt das Herz wieder auf. Okay, ich bin gekommen. Ist immer noch rot hier. Armer nach Köln. Kommt hier noch ein Zug? Von links oder von rechts? Ey, Leute, ich will wissen, wo der Zug kommt. Bitte erzählt's mir doch. Oh, der Ludmilla! Leck mich am Arsch, das ist ein fucking Ludmilla! Hallo! Oh, heute ist mein Glückstag! Oh, hab ich Geburtstag? Das ist eine fucking Ludmilla! Oh, ne, doch nicht! Sieht von vorne, schaut wie einer aus! Boah, noch ein... Alter! Liebe SCS-Entwickler, ich habe am 22. Juni Geburtstag.
nicht heute. Ich weiß nicht, was das hier werden soll. Ich meine, es erwärmt mein Herz, danke dafür. Aber, please. Stop it. Ich werde heute noch schwanger. So. Aber weiter geht's mit der wilden Fahrt. Safe aus, gut. Ja, da fahren wir schon nach rechts, Junge. Oh, heißt doch lang. Oh. Schnieke. Hat der Düsenantrieb? Jedenfalls war nicht leer. Die Tür sieht so aus. Oh, wir haben Papas Gewehr, aber egal. Der Junge hat gewartet. Von daher easy. Oder ist das, dass wir Vorfahrt haben? Wie krass verwirrt. Das Schild heißt doch, dass wir Vorfahrt gewähren müssen, oder? Oder war das, dass wir für die eine Kreuzung Vorfahrt haben? Dieses Schild macht mich immer nervös. Ja, bei dem Spiegelei weißt du ganz klar, du hast Vorfahrt. Und bei dem roten Dreieck weißt du ganz genau, du hast keine Vorfahrt. So, aber bei dem Schild, ich glaube, das heißt immer, dass du Vorfahrt hast, aber nur für diese Abzweigung. Sehr unübersichtlich, mag ich gar nicht. Ein LKW da vorne zu bauen wird riskant. Ah, gut, der biegt eh ab.
Immer schon ruhig bleiben, LKW. Immer schon ruhig bleiben. City, Alter. Und hier mit diesem Kack-Leitplank, du kannst doch nicht überholen, wenn jetzt eine rote Ampel kommt, so wie da vorne. Oh, beide Spuren blockiert, kannst du nicht machen. Du kannst höchstens hier auf die andere Spur rauffahren und dann so machen, ist aber halt auch riskant, weil genau das da, ne? Also jetzt immer super behindert. Warum gibt es sowas? Biege nach rechts. Kacke. Naja. Werde ich hier noch zum Speedrunner-Erklärer. Ja, wenn der Wind von 3 Grad Ost-Nordost kommt, ja, dann müssen sie mit genau 75,5 km/h auf der Anhängerkupplung, was auch immer das bedeutet, quasi durch dieses Nadelöhr fahren, aber nur auf ihren linken Reifen. Ja, das Fahrzeug muss quasi eine... Oh, eine Baustelle. Wow. Wow, gefällt mir. Ich glaube, wir haben die zwar sogar schon mal gesehen. Aber trotzdem, wow. Finde ich sehr geil. Oh, gefällt mir. Wo war ich gerade? Na. Bestimmt was voll Wichtiges und so. Kein Verkehr hier. Ja. Ey, immer schon ruhig bleiben, immer schon ruhig bleiben, lieber LKW. Immer ruhig bleiben, ja. Und schon wieder 5% Schaden. Schon wieder 1% Frachtschaden. Ich soll doch nicht im anderen Straßen auf den Hintern gucken. Kriegt nur Ärger. Weil wir werden immer doppelt bestraft, ne? Zum einen kriegen wir durch die Mission weniger Geld. Und dann müssen wir auch noch die Reparatur bezahlen. Also von daher, wie gesagt, doppelt bestraft. Aber wir sind hier in Deutschland, kann das sein? Die ganzen Szenen kommen mir alle bekannt vor. Und das kann nur heißen, dass wir in Deutschland sind. Das ist ja jetzt schon wieder alles Einheitsbrei. Also, zumindest eine Stelle, wo ich schon 20.000 Mal lang gefahren bin. Das ist eine ganz spezielle Stelle, die ist jetzt nicht mehrfach vorhanden, aber es ist zumindest eine Straße, die ich schon Milliarden mal abgefahren bin. Und das noch zu Zeiten, wo ich nur German Truck Simulator gespielt habe. Ergo kann das hier nur Deutschland sein. Na gut, okay, Deutschland doch nicht, aber zumindest halt der Stammmap, oder? So weit hinten? Nee. Das kann nicht Teil der Stammmap sein. Die Stammmap geht nur bis hier, wenn überhaupt. Hm. Da muss ich da einfach nur so schon 20.000 Mal lang gefahren sein. Oder sogar wie im Let's Play, wo ist hier alles schon gelb. Eben, SAP ist es unbekannt. Naja. Ja, aber ich privat bin auch schon ein paar Mal lang gefahren. Fühlt sich aber so an, als wenn es schon lange her war. Gibt es die Strecke in German Truck Simulator vielleicht doch? Hm. Ich bin verwirrt. Merkt man bestimmt gar nicht. So, wir müssen aber auch bald mal pennen gehen, sehe ich gerade. Alles nicht so gut. Ah, 2 Stunden haben wir noch, okay. Das heißt 16 Uhr. Nee, warte. Na doch. Spätestens 16 Uhr müssen wir pennen gehen. Och nö. Junge, was ist denn los mit dir? Kein Respekt mehr hier. Ey, ich bleib mal lieber hier. Hier fühle ich mich wohl. Der Pannenstreifen ist eh unser Zuhause, weil wir sind Panne. So, klarer Fall.
Ist die Brücke verengt? Nee, ne? Nee. Okay. Es fühlt sich hier alles an wie Stammmap. Das ist Teil der Stammmap. Leute, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Das ist hier Stammmap. Das kommt mir alles so bekannt vor. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ah, schön ist hier wieder Stop and Go. Oh, unnatürlich gut. Ich hätte doch auf die andere Spur fahren sollen. Ach, leck mich doch. Geradeaus. Ah. Ich glaube, wir gehen da vorne gleich pennen. Es war erst 15 Uhr, dann wird es wieder so eine Nachttour. Habe ich gar keinen Bock drauf. Aber was soll's. Ab und zu mal Nachtfahrten, kann nicht schaden. Hat der Buster gerade gemacht, Alter. Ist ja auch eine Art von Punchspur, oder? Kann ich überhaupt pennen? Oder doch, doch, sieht offen aus, oder? Was ist das hier für ein Ding? Achso, ein Hotel. Ah, doch, da kann ich schlafen. Okay, lass uns einen. Sieht zwar nicht sehr bequem aus, hoffentlich passen wir hier mit Auflieger hin. Ah, doch, sollte passen. Kann ich hier direkt rum? Ah, doch, das war's. Das sieht gut aus. Ich muss zugeben, ich war auf so einem Platz noch nie mit Auflieger. Aber ich glaube, wir können nicht pennen mit Auflieger. Ist zu klein. Ah doch. Oh. 23 Uhr gerade mal? What the fuck? Gut, wir haben 32 Stunden Restzeit. Wir brauchen noch... Fuck, man sieht nicht, wie viel Zeit wir noch brauchen. Ich riskiere es einfach mal. War bestimmt ein Fehler. Ja, egal, ich habe vorher gespeichert. Wir brauchen noch 17 Stunden und wir haben noch 23 Stunden. Nee, das wird nie im Leben klappen. Nee, das klappt nicht. Außer wir fahren wirklich so schnell, dass wir die 17 Stunden innerhalb von 10 Stunden schaffen. Aber das ist dann doch schon sehr ambitioniert. Nee. Ja, dann muss es doch eine Nachtmission werden. Aber dass es gerade mal 0 Uhr ist. Das wird eine ja schon lange Nachtmission. Nicht sehr geil. Aber gut, was soll's. Dann machen wir mal Licht an hier. Oh, für YouTube. Normalerweise würde man hier nicht mit Weitlicht fahren. Weitscheinwerfer. Mit dem großen Licht. Wenigstens sind nachts die Straßen etwas leerer. Tags sind sie immer Schüler. So. Wir haben wenigstens ein bisschen Para gemacht. Gut, jetzt blinken uns natürlich die ganzen Autos immer an. Egal. Auch nur da vorne eine Maut, ernsthaft. Ich dachte, hier gibt es keine Maut in der Gegend. Ist doch schon wieder alles Kacke. Oh Gott, dreimal Maut. Oh no. Oh, was habe ich getan? Okay, aber nur auf der Stelle. Gut, da hinten geht es wieder. Hier wird es wieder normal. Gut, okay. Oh Gott. Gut. Ja, ein Glück. Also so hätten wir es auf jeden Fall nicht geschafft mit denen. Und keine Stelle, wo du durchfahren kannst einfach. Das ist doch kacke. Ich weiß nicht mehr, was das für Lied ist, aber es ist ein cooles Lied, glaube ich. Warte mal kurz. Come
combing your hair with your hand gives me feelings I don't understand. You do this thing when you're biting your lip. It's driving me crazy just looking at it. You know me better than I know myself. I don't wanna live in a world without you. Der Beat ist geil. Vielleicht aber auch nur der Beat, I don't know, keine Ahnung. Wollen wir gleich pennen? Tanken? Ich meine, viel mehr Schulden können wir eh nicht, da müssen wir eh wieder vorne wieder stehen bleiben. Also wann wird es gehen? Gut, dachte irgendwie ist ein anderes Lied. So geil ist es auch nicht. Von daher. Gut, dann soll es in der Folge gewesen sein. Ah, und dann sehen wir uns zur nächsten Folge denn dann wieder. Bis dann.